Ich war 5 Jahre alt, als mein Opa mir kurz vor Weihnachten erzählte, dass wenn ich hinter dem Sofa im Wohnzimmer sehen würde, würde ich dort einen Geist liegen und mich in seinesgleichen verwandeln. Deshalb schaute ich nie wirklich hinter dem Sofa. Ich hatte zu viel Angst, es wäre wirklich wahr. Ich weiß, es ist albern, aber man muss bedenken, schon das Aussehen des Sofas und dieser kleinen Ecke überhaupt jagte mir Angst ein. So dunkel und kalt. Meine Mutter glaubte an Geister. Sie sagte immer, wenn es kalt wäre, obwohl das Klima etwas anders ist, verspricht, ist es ein Geist. Jedes Mal bekam ich den Gedanken, dass, wie es meine Mutter sagte, immer ein Geist in meiner Nähe sei. Im Sommer war es immer so heiß, dass alle jammerten und den Schweißperlen nicht zu übersehen war. Doch mir ging es gut. Es war angenehm, aber auch ein wenig beängstigend, weil ich immer an die Worte meiner Mutter dachte. Viele Jahre waren nun vergangen und ich hatte nun eine eigene Wohnung. Ich freute mich, aber ich war ebenfalls traurig, mein getrautes Heim zu verlassen und Kilometer weit wegzuziehen. Doch mir fiel der Abschied recht leicht. Das Schlimme war, dass meine Mutter mir ihr Sofa schenkte als Einweihungsgeschenk. Ich konnte es nicht ablehnen. Das Geistersofa, das ich jetzt jahrelang miet. Ich nahm es freudig an und fand einen Platz. Es war wie immer in einer Ecke. Wieder sah die Ecke gruselig aus. Doch es lag nicht an der Farbe der Wand, sondern an dem Sofa. Es wurde nun langsam Abend und es war Zeit, ins Bett zu gehen. Ich arbeitete nämlich als Büroangestellter, ein langweiliger Job, der mich jedoch über Wasser hielt. Ich schlief nun schnell ein, doch ein paar Stunden später riss mich etwas aus dem Schlaf. Ich hörte ein Geräusch, das sich wie ein Heulen anhörte. Ich dachte mir nichts dabei, es hätte ein Baby sein können. Also schlief ich ein. Weiter passierte erstmal nichts. Die nächsten Nächte verliefen ebenso komisch. Wieder das Heulen, genau um die gleiche Uhrzeit. Doch es wurde ein wenig lauter. Vorher war es kaum zu hören. Immer lauter, als würde es näher kommen. Nur war es so weit, das Heulen war nun so laut, dass ich es nicht mehr ignorieren konnte. Ich wollte, aber ich konnte nicht. Ich folgte dem Heulen und erschrak, als ich bemerkte, dass es von meinem Sofa herkam. Ich zitterte und mir schlotterten die Knie. Ich hatte nie dahinter gesehen, hatte mich nie getraut. Doch ich war nun alt genug, um zu wissen, dass es keine Geister gibt. Zögernd schaute ich hinter dem Sofa nach. Wie erhofft, sah ich nichts. Ich kicherte, wie dumm ich doch gewesen war und geglaubt hatte, da wäre wirklich was gewesen. Immer noch lachend drehte ich mich um. Ich wollte in mein Zimmer zurückschlafen. Doch plötzlich stand etwas vor mir. Es war groß, es hatte keinen Mund, jedoch konnte man einen Umriss erkennen, als wäre er zugenäht worden. Die Augen waren schwarz, fast so, als hätten sie rausgestochen worden. Es herrschte Stille. Ich stand nur da, wollte wegschauen, doch konnte nicht. Ich sah es an. Es heulte schrecklich. Meine Mutter hatte doch recht. Es gibt Geister.